I know that it's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on. Servus und moin, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Vince, und ich heiße mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir spielen heute mal wieder Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, beim letzten Mal sind wir mit diesem wunderschönen MAN A26 313-15, wenn ich mich nicht ganz irre, also NL313, die Linie 57 Richtung Kollontaja gefahren, und heute fahre ich nicht etwa die Rückroute, sondern wir springen einmal rein. Wir fahren heute die Linie 82 nach Krusha Dom Kompatanta. Da muss ich einmal schauen. Genau, die Linie geht eine Viertelstunde, heißt ja perfekt für eine Folge. Da muss ich nur selber überlegen. Kollontaja Niemczewica. Wogofawa. Bei Akcentovica, da müssen wir gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie die Linie geht. Aber ich denke, ich werde mich nicht verfahren. Ja, Abfahrt ist auch schon in 3 Minuten. Das heißt, wir starten den Motor. Gang einlegen schadet nie. Und wir schildern die Linie 82. Glaube ich. Ja, es war die Linie 82. Notfalls wäre es auch nochmal da nachzulesen gewesen, aber okay. Route 1. Route 2, Krusha Dom Kompatanta. So, und ihr wollt nicht einsteigen, weil ich jetzt natürlich einen halben Meter vorfahren muss für euch. Jetzt wollen sie mich einsteigen. Steigen nur an einem bestimmten Punkt ein. So, dann lassen wir die Gäste mal, die Fahrgäste mal boarden sozusagen. Hallo. Schön. Tag. Hallo. 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 Perfekt. Wir haben noch 2 Minuten bis Abfahrt. Abfahrt ist, glaube ich, um genau 13 Uhr, wenn ich mich nicht ganz irre. Ui, da kommen noch ein paar Fahrgäste. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, einen Fahrschein. Ich meine natürlich sehr gerne einen Fahrschein. Bitte schön. Boah, ist das kalt. Ich hätte gerne einmal Schüler. Sagte der Lehrer, der vor einer leeren Klasse stand. Eine Fahrkarte, bitte. Temperatur, ich kann es nur so halb lesen. Wenn mein Monitor hier scheiße aufgelöst ist. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich wegpiepsen. Wo ist denn hier Temperatur im Bus? 15 Grad Celsius, warum 15? Hä? Wird der nicht normalerweise auf? Machen wir das an. Umluft. So, Abfahrt. Türe zu. Und Abfahrt. Richtung Krusha Dom Kompatanta. Und mein Bildschirm zeigt gerade an, dass er sich ausschalten möchte. Und du hältst an, das finde ich super. Du hältst bestimmt wegen mir an. Ich rausfahren darf. Kappa. Następny przystanek. Niemczewica. Niemczewica. Uiuiui. Das Gleisbett schlägt mir mal direkt das Lenkrad rum. Mann, ich habe das alles irgendwie viel enger in Erinnerung. Dass ich hier viel krasser lenken muss. Das muss ich aber gar nicht. Das ist verwirrend für mich. Ja, ihr wollt ja immer nur. Jetzt wollen sie einsteigen. Daran kann ich mich noch erinnern. Die wollten nämlich nicht immer einsteigen. Und dann bin ich einfach immer weitergefahren. Hallo. Hallo. Ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Habe ich schon auch schon so 8-mal im Let's Play gesagt. Aber okay. Stört jetzt keiner, ob ich das schon 8-mal gesagt habe.
Naja, nächste Anfrage. Was ist das hier? Ja, ist es. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja, Kurzstrecke. Hier, zack. Danke. Fährst du aber nur 3 Stationen mit, ne? Dann fliegst du. Weißt du Bescheid. Ja. Was kann man noch erzählen? Dass ich wieder viel zu schnell fahre, glaube ich. Następny przystanek Cyryla i Metodego. Kollege, du bist etwas langsam. Das lag an mir. So, hier professionell geparkt, würde ich sagen. Öhmchen will doch mit. Geil, wir haben gerade Oma gegen Oma getauscht. Das ist schon echt beachtlich. Ja, 40 auf 50 ist ja fast das gleiche. Würde ich sagen. Da will niemand rein und raus. Gut. Następny przystanek. Wilcza Wiaduk. Jetzt überlege ich, muss ich nicht rechts? Nein, ich fahre links. Rechts geht es auch kaum, glaube ich, gar nicht weiter. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Kann natürlich sein, dass ich falsch liege. Aber nee, sonst würde ich ja gar nicht an die anderen Haltestellen kommen. Ja, Sherlock, ich hab's erkannt. So, 15 Sekunden Sprechpause noch rum, deswegen muss ich jetzt wieder irgendwas sagen. Ich darf noch was trinken. Reinspaziert oder herausspaziert, je nachdem. Ist mir eigentlich beides recht. Weil zum einen verdient man dadurch Geld, zum anderen hast du weniger Nervensägen hinten drin. Also Win-Win, würde ich sagen. So, Wilcher Viadukt. Ich hab's schon wieder falsch ausgesprochen. Pasterska. Lassen wir das einfach die Ansage übernehmen, wie man die Dinge ausspricht. Ganz einfach. LKW. Aber im Normalfall sollte ja nicht keine großen Probleme darstellen. Oh, ich fahr schon wieder 50. Das ist schlimm, sich auf 40 km/h zu beschränken. Vor allem, da säuft mir der Bus halb ab. Entschuldigung, nicht pfeifen mir nach. Ich glaube, ich muss hier jetzt nach rechts sogar. Geradeaus. Was
hast du denn für eine Lackierung? Aha. Nein, Kutscher fährt links lang. Man sieht, ich habe das vielleicht den einen oder anderen Tag nicht mehr gespielt, die Karte. Boah, fährt der Scheiße. Ja, ist ja gut. Oh, ich muss es treten, mir hängt ja sowas ekliges im Rachen. Steig mal hinten ein. Guten Tag. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Ja, Moment. Oh. Danke. Oh. Eine Fahrkarte bitte. Hm, jetzt geht's los. Jetzt kommst du auch auf den Geschmack, Fahrkarten. Ja. Bitte. Jetzt will jeder hier eine Fahrkarte. Dankeschön. Einen Einzelfahrschein, bitte. Danke. Ja, das bitte kann ich mir nicht sparen. Haltestellenbremse raus. Następny przystanek. Props gehen übrigens raus an meinen Stuhl. An dem Bus, der so schön schaukeln kann. Checken wir mal ab, was so am Handy gerade abgeht. Trucker Babes, Jule mit die apokalyptischen Reiter auf dem Weg. Einonia streamt, Farming Simulator 19. Grüße gehen raus, würde ich sagen. Farming Simulator würde ich ja potenziell auch mal hier mit euch spielen wollen oder hoch im Livestream. Da gibt es nur ein Problem. Ich habe kein CD-Laufwerk mehr. Ich besitze den letzten Mal als CD. Und ich sollte vielleicht nicht von außen fahren. Das endet nicht gut. Hallo Kollege. Mann, 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 ganz schöner KI-Verkehr hier. Kommt nur noch irgendwer? 3-2-1, letzte Chance vorbei. So. Ja, Haltestellenname, ne? Habt ihr jetzt gehört? Ich spreche ihn lieber nicht aus. Just for safety reasons. Und danke an die Crew hier, die mir was zu essen hinstellt, weswegen ich jetzt nicht auf den Spiegel geachtet habe. Hallo. Guten Tag. Tag, Manni. Wegen dir verbrauche ich jetzt mehr Sprit. So, wo muss ich jetzt... Was muss ich jetzt anders machen? Hier werde ich nicht lang müssen. Oder? Następny przystanek Tuguta. Moment. Nein, gut. Alles richtig gemacht bisher. Ah, okay. Jetzt macht's wieder Klick, wo ich lang muss.
Weil nach Warschau müsste ich jetzt gerade ausfahren. Ich biege, glaube ich, links ab. Oder hätte schon längst rechts rumgemusst. Gut. Dann war es eventuell die falsche Haltestelle. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier rumkomme. Aber Kreuzung drehen wäre jetzt nicht so cool. Und ich muss einmal... Dann fahren wir halt doch über Warschau. Gut. Kleine Umwege. Dann kann ich jetzt hier ein bisschen nehmen. Oh nee, das ist jetzt echt peinlich, weil letzte Woche noch sagen, ja, ich kann auch jede Linie auswendig. Und sich jetzt verfahren, ey. Und hier oben auf dem Kreisverkehr, das wird auch nichts, dafür bin ich zu lang. Müsste ich einen Kleinbus haben, um da zu wenden. Wir müssen jetzt echt bis nach Warschau fahren. Einfach zurücksetzen, ne? Aber nö, wäre zu einfach. Boah, fährt der Scheiße. Aber meine Essgeräusche sind hier nicht zu laut zu hören. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso denn auch einfach, wenn es nicht schwer geht? Aber wieso denn zeitunaufwendig, wenn es nicht auch zeitaufwendig geht? Ah, guck mal, jetzt habe ich wenigstens einen Folgentitel. Verfahren. Ja, Verfahren. Einfach nur. Ja, Fahrsteller. Ach, dann esse ich jetzt noch meine andere Brothälfte. Oh, mein Spiegel. Ah.
Ich weiß, Essen ist das Professionellste, was man in einer Aufnahme machen kann. Oh, ich habe einen besseren Folgentitel. Auf Wendefahrt. So kann man es natürlich auch machen. Ja, möglich ist alles. So, jetzt fehlt mir schon wieder, was ich erzählen kann. Na, super. Aber mal 60 vor 40 ist, das juckt ja jetzt keinen. Erstmal einen Schluck trinken darauf. So, hier hätte ich reingemusst, ne? Du hast jetzt 6 Minuten auf der Uhr, aber... Wegen ihnen kriege ich meinen Termin nicht. Pünktlicher geht ja auch. Jo, mal ganz ruhig hier. Następny przystanek, Krucza. Also, wenn du wegen mir jetzt den Termin nicht mehr bekommst, hättest du auch die eine Station laufen können. Wärst auch da gewesen. Ah, nee, du. Sachen gibt's, Leute. Danke an meine Crew hier im Hintergrund, der irgendeinen Müll labern möchte. Das ist sehr konstruktiv. Das habe ich schon wieder im Folgentitel, ne? Das stresst meine Crew, aber okay. Hier rein. Da rein. Gut, jetzt haben wir erreicht, was erreicht wollte. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Jetzt bin ich echt ein bisschen... Ah, da kommt jetzt einer, oder?
Ach, jetzt steht da auch noch einer. Mann, doofer Benz-Fahrer. So, wenn du jetzt einen Meter vorfährst, ne, dann gibt's Schelle. Pff. Fahr, Benz. Der andere bleibt stehen. Fahr. Wehe, du fährst mir ins Heck rein. Ich fahre mir da mal einen Millimeter genau rum, ne? Meine Güte, die fahren ja bald besser als ich. Kruscher. Ist ja noch nicht Endstation. Kommt hier noch eine. Hallo. Sie kommen auch jedes Mal normal. Sie kommen auch jedes Mal zu spät. Ja, weil sich dann schnell rausreden mit, ich will den Fahrschein. Dankeschön. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Nö, apropos. Die kommen zu spät. Danke. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Das ist über heute Morgen, glaube ich, erst passiert. Następny przystanek. Krucza, Dom Kombatanta. Und so, aber ich muss nicht jeden Morgen fahren. Da ist dann so ein Junge einfach mal zu spät gekommen und der Fahrer fährt dann erstmal so mit offener Tür. Ja, keine Ahnung. 3 Meter oder so los. War schon witzig. Und dann hat er ihn noch ein bisschen, ja, angeschnauzt. Oh, hört mal. Oh. Flüsterleise quasi. Kruger, Dom Kommandanta, Ankunft aus meinem Haus da. Sehr schön. Das waren unsere kleine Fahrt, unsere kleine Tour hier auf Projekt Stettin. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wenn es Spiel Let's Play Ormsi 2. Schaut zwischendurch natürlich auch bei den anderen Projekten rein. Da sind unter anderem Dinge jetzt bei wie Assassin's Creed kommt, glaube ich, noch eine Folge. Dann haben wir GTA 5, habe ich noch aufgenommen. Was haben wir noch alles gespielt? Rock of Ages, Formel 1, natürlich jetzt jeden Freitag, höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Und Rocket League natürlich auch wieder. Also, es ist genug zum Anschauen da. Schaut doch unbedingt immer auf meinen Sendeplan vorbei, winsender.wix.com/Sendeplan. Dann bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.